So, willkommen bei Guild Wars 2, Episode. Nee, Lebendige Welt, Staffel 4, Episode 1. So ist das richtig. Und wir sind immer noch dabei, Timey zu retten. Ich nehme mal an, dass es eines der letzten Missionen sein wird hier in der Lebendigen Welt-Episode hier. Also Episode 1 von der Staffel 4. Das ist schon die 10. Folge, die ich jetzt hier aufnehme. Normalerweise war es eigentlich immer so, dass ich so insgesamt so 8 Folgen eigentlich immer so gemacht habe und dann habe ich immer so eine Episode fertig gehabt. Das ist jetzt ein bisschen mehr. Gut, kann natürlich auch sein, dass ich jetzt diese, weil ich habe ja in der vorherigen vorherigen Staffel ja noch damit am Anfang ein bisschen 30 Minuten pro Folge gemacht. Aber selbst als ich das umgestellt habe, da war ja, glaube ich, noch. Ich glaube, eine Episode war dann am Ende noch, die gemacht wurde. Dann komplett nur noch mit der. Oder? Da war es gar nicht so. Doch, eine Episode war dann noch so, die ich dann gemacht habe mit den 20 Minuten Folgen. Da habe ich selbst, glaube ich, auch so 8 Folgen gebraucht, bis ich die dann fertig gemacht habe. Deswegen nehme ich mal ganz stark an, dass das hier die letzte Mission der Hinsicht sein wird. Die Episode. Oh, hier sind ein paar Leichen. Ja, das sind alles. Also, ist das. Das ist jetzt aber nicht die Crew, oder? Diese Leichen. Das sind Asura. Aber zumindest ist Taimi nicht unter ihnen. Nach ihrem Aussehen zu urteilen, gehörten sie zur Inquestur. Oh. Seltsam. Ich dachte, alle Asura wären vertrieben oder getötet worden, als Joko dieses Land für sich beansprucht hat. Ist nie ein gutes Zeichen, wenn die Inquestur in der Gegend ist. Ganz egal, ob lebendig oder tot. Wir sitzen fest. Wir müssen irgendwie auf die andere Seite dieser Mauer gelangen. Zum Glück habe ich diesen Sprengstoff nicht am Tor verschwendet. Beeilt euch. Diese Dinger waren schon unheimlich genug, bevor sie angefangen haben, sich zu bewegen. Er weckt der Investur. Das sieht voll gruselig aus. Yo, alles klar. Wird das noch was? Das hier ist keine Sache, die man überhastet annehmen sollte. Ich fühle mich stark. Wir heilen wie ein Wesen. Bitte beeilt euch. Wir können sie nicht ewig aufhalten. Ja, sicher. Lasst uns den Sprengstoffexperten unter Druck setzen. Was soll dabei schon schief gehen? Wir heilen wie ein Wesen. Wir müssen ja sowieso hier diese Leiste da oben füllen. Oder müssen wir die füllen oder müssen wir die leer machen? Wie lange noch? Kommt an. Sollten wir die Explosion überleben? Oh, das hat wehgetan. Ich belebe dich wieder. Okay. Wir heilen wie ein Wesen. Ja, wir müssen die voll machen. Also beziehungsweise, naja, voll machen in dem Sinne, wir müssen eine Zeit abwarten, glaube ich eher, ne? Währenddessen müssen wir uns hier verteidigen. Wir heilen wie ein Wesen. Ich fühle mich stark. Fühlt sich gut an.
Ja. Das klingt nicht nach einem kleinen toten Nagetier-Ding. Klasse, jetzt muss ich von vorne anfangen. Konzentriert euch einfach darauf, die Sprengladung anzubringen. Alles klar, warum nicht? Ich meine... wäre ja noch nicht genug Bosse, die halt extrem lange dauern und stark waren. Also wir hatten einen gehabt. Ich weiß, aber sonst war es auch immer nur einer. In jeder Episode. Könnt ihr das Ding zum Schweigen bringen? Ansonsten ist es schwer, sich zu konzentrieren. Ich fühle mich stark. Ja, das kann ein bisschen dauern. Oh, das soll ich überlassen. Schöne Animation, einfach glitscht das auf dem Boden rum. Wir heilen wie ein Wesen. Lop. No! Gepanzert! So. Ja, Whitlock! Perfekt! Wir heilen wie ein Wesen! Dich mag ich! Oh no, hier, kapuff. Wir heilen wie ein Wesen. Haltet euch die Ohren zu. Oh, wir wurden teleportiert. Karnach, was habt ihr getan? Passt auf eure Köpfe auf! LOL! Graham, Kommandeur? Natürlich. Wieso überrascht mich das nicht? Wie seid ihr hier gelandet? Wir sind diesen Dingern durch einige Portale nachgejagt. Wir hatten versucht herauszufinden, woher sie kommen. Was für Portale? Seid ihr denn nicht deswegen hier? Überall in Tyria haben sich Portale geöffnet, die diese Dinger ausspucken. Jokos Truppen sind in Tyria. Wenn diese wankenden Haufen der Verwesung ihm gehören, dann ja. Tyria ist voll von ihnen. Aber wenn ihr nicht wegen der Portale hier seid... Wir sind hier, um Taimi vor Joko zu retten.
Ihr habt zugelassen, dass dieser Joko Taimi erwischt? Bei Joko kann man nichts zulassen. Er nimmt sich einfach, was er will. Wer ist der Kerl? Ich bin Saim, Speermarschall der Sonnenspeere. Erst schickt ihr Jormark mit dieser verdammten Maschine schlafen? Es reicht. Taimi ist in Gefahr. Jeder, der sie retten möchte, kann mich begleiten. Folgendes. Ich muss sagen, ich muss ehrlich sagen, ich nehme das, was ich gesagt habe am Anfang, dass ich glaube, dass Arena Net sich noch ein bisschen Zeit nehmen sollte für diese Episode. Das nehme ich teilweise wieder zurück. Die Map finde ich immer noch ein bisschen klein und da hätten sie wirklich ein bisschen mehr machen können. Aber die Story ist geil. Vor allen Dingen, weil ich nicht erwartet hätte, dass in dieser Episode Rox und Braim wieder zurückkommt. Ich muss sagen, ich finde die Stimme von Braim, die neue, ein bisschen passt nicht so sehr. Aber ich finde es ja mega awesome, dass die jetzt wieder zurückgekommen sind. Hätte ich es nicht erwartet. Geil. Gefällt mir. So, wir müssen jetzt, wo müssen wir jetzt lang? Ich glaube, wir gehen jetzt mal hier weiter, oder? Gefällt mir. Noch mehr Erweckte. Alter, diese Stimme von Braim ist einfach total doof. Wir heilen wie ein Wesen. Joko sorgt für reichlich Tote. Wir heilen wie ein Wesen. Das ist ein bisschen chaotisch. Wir heilen wie ein Wesen. Alles klar, Schnitter der Erweckten, der Achievement. Warum nicht? Ach so, habe ich mir jetzt zum ersten Mal da oben den Text durchgelesen. Okay, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Moment, ich muss hier mal kurz weg. Nicht genug. Wir heilen wie ein Wesen. Was immer ihr gerade getan habt, es hat das Tor deaktiviert. Macht das nochmal! Ich werde wahrscheinlich ziemlich lange brauchen, um mit dieser Stimme von Braim klarzukommen, wenn sie die so behalten. Es kann natürlich auch sein, dass es so die Situation gerade so ist wie bei Lebendige Welt Staffel 3 am Anfang. Wo es dann so war, dass der Menschencharakter, also der Sprecher, der die Menschen vertont, zu der Zeit krank war. Und man dann einfach den von Trehörn genommen hat. Und das dann später anpasst. Kann natürlich auch sein, aber wenn er die Stimme wirklich behält, dann werde ich damit, muss ich dann ein bisschen mehr Zeit nehmen, um da klarzukommen damit. Das ist so ein bisschen. Ich finde die nicht so ganz geil. Wir heilen wie ein Wesen. Gepasst.
Ich fühle mich stark. Wieder schlafen. Wir heilen wie ein Wesen. Fühlt sich gut an. Hier, wir heilen wie ein Wesen. Ich wähle dich. Heilen wieder hier die ganzen Mumien da im Weg. Wieso bist du unverwundbar? Wir heilen wie ein Wesen. Findet noch jemand, dass das etwas viel Asura-Technologie für eine uralte Stadt der Menschen ist? Sieht aus wie Technologie aus Rata Novus. Vielleicht war das eins von Zins Laboren. Das erklärt auch, wieso die Inquestur hier ist. Die mögen diesen Kerl. Oder sie waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, oder das? Davon abgesehen ist Rox wieder da. Diese Platten im Boden. Noch mehr Prüfungen. Noch mehr Prüfungen. Wir müssen da durch, ne? Wir können alle bei dieser Sache helfen. Achso, ihr bleibt da alle einfach drauf stehen automatisch. Ja, okay. Und jetzt? Warte, ich muss den doch jetzt nicht dahin kiten, oder? Nee, macht er nicht. Was muss ich zum Geier tun hier, meine? Das ist ein Andenken an mich. Ah, muss ich vielleicht. Okay, vielleicht muss ich so ein Kristall darauf legen. Jetzt sieh ich erstmal die Gegner hier. Wir heilen wie ein Wesen. Ne. Qualität setzt dich eben immer durch. Vielleicht muss ich ja wirklich so ein Kristall. Ich den da so rauf. Aha! Oh. Okay. Dann muss ich zwei Kristalle darauf legen. Da ist noch mehr Gewicht nötig. Okay, noch mehr Kristalle.
heilen wie ein Wesen. Wir heilen wie ein Wesen. Ich bin zurück. Lust zu töten steigt. Wir heilen wie ein Wesen. So, ich denke mal, Felsbrocken werden das auch tun, oder? Spawnen dann nämlich alle wieder nach. Wir müssen aber noch mehr machen. Nein, du resettet sich, oder? Wir heilen wie ein Wesen. Schnell! Wir brauchen mehr Gewicht. Die Flammen sind fort. Lorox. Wollt ihr jetzt einfach da stehen? Gut, wenn ihr meint. Gute Arbeit, Kommandeur. Okay, wir ziehen jetzt mal kurz diese Welle hier, dann werden wir kurz ein... Seht das! Cut machen. Es brennt! Ich fühle mich. Wir heilen wie ein Wesen. Der nächste. Da muss ich euch sagen, dass jetzt überall in der Welt diese Portale aufgetaucht sind und Jokos Leute dahin wollen. Das sieht sehr danach aus, als würde das nächste Addon vielleicht darauf hinauslaufen, dass wir Joko endgültig vernichten. Dass das vielleicht das nächste ist. Und dass er vielleicht sogar, wer weiß, vielleicht sogar die Macht von Krakatorik aneignen möchte. Und das dann eine Bedrohung für uns ist. Das könnte echt irgendwie sein. Joko könnte der nächste Feind in einem Addon sein von Guild Wars 2. Das könnte wirklich so sein. Aber sehen wir mal weiter, wie das dann kommen wird. Erstmal werden wir noch beim nächsten Mal weitermachen mit der lebendigen Welt. Staffel 4, Episode 1. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir müssen Timing noch finden. Und zusammen mit Rox und Braham, die wieder da sind. Oh, das ist toll. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis.